Moin Leute, was geht? Hier ist der Toki, willkommen zurück zu Battlefield 2042 und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich eine richtig saftige Variante für die M5A3 für euch. Das Ding geht richtig steil. Das ist dann eher mehr eine MP, eine Schnellfeuer-MP mit einer abnormal geilen Feuerrate. Ihr seht es ja hinten im Gameplay. Das Ding radiert die Gegner richtig fein aus. So will man das. Auf Long Range ist es hier dann nicht mehr ganz so gut. Auch der Rückstoß ist nicht ganz so niedrig, aber auf Close Range, gerade aus der Hüfte, geht das richtig ab. Die Time to Kill ist einfach dermaßen niedrig, du kannst den Gegner fast one-framen. Das ist wirklich der Hammer. Maximal eine K30 kann da vielleicht noch mithalten in Close Range, ansonsten wüsste ich da keine Waffe, zumindest unter den automatischen Waffen. Das ist wirklich extrem stark. Um die M5A3 so spielen zu können, braucht ihr vor allen Dingen zwei Aufsätze. Einmal hier den verkürzten Lauf, der erhöht die Feuerrate, was extrem wichtig ist. Wir wollen nämlich eine extrem hohe Feuerrate haben, damit wir einfach schön viel Schaden austeilen können. Und dann zum anderen noch hier das Nahkampfmagazin. Das erhöht nämlich nochmal die Feuerrate. Obendrein kriegt ihr auch ein paar mehr Bullets mit rein, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich sage jetzt mal, ihr werdet trotzdem dauernd Munitionsprobleme haben, weil ihr einfach so schnell die Bullets verschießt, das ist abnormal. Das ist auch einer der Nachteile dieser Variante. Aber diese zwei Sachen, Nahkampfmunition und hier verkürzter Lauf, das ist das Herzstück, das müsst ihr um jeden Preis ausrüsten. Beim Unterlauf gibt es dann wieder mehrere Möglichkeiten, die man nutzen kann. Einmal ganz klassisch ein Laser, um das Hüftfeuer zu erhöhen, ist bei so einer Waffenvariante immer vom Vorteil. Alternativ geht natürlich auch ein Griff, um den Rückstoß zu regulieren. Welchen Griff, kann ich euch nicht sagen, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Ich spiele ganz gern die zwei, aber probiert euch da ein bisschen selber aus und schaut, was euch da am besten taugt. Abgerundet wird die Waffe dann noch mit einem schönen Holo-Visier. Hauptsache ein Visier, das nicht so einen hohen Zoom-Faktor hat, denn wie schon gesagt, ihr werdet damit vor allen Dingen auf Close-Range fighten, also braucht ihr auch ein Visier dafür. Ein kleiner Tipp noch zum Laser, solltet ihr den mitnehmen, müsst ihr ihn immer erst einschalten, wenn ihr neu gespawnt seid. Der ist nämlich standardmäßig leider ausgeschaltet. Das geht auf dem PC mit der Taste X, bei der Konsole weiß ich es leider nicht, aber daran immer denken, ansonsten bringt er euch halt leider nichts. Warum das jetzt so ist, kann ich euch nicht beantworten, die Taschenlampe ist standardmäßig immer eingeschaltet, es macht doch gar keinen Sinn, das so zu handhaben, aber naja, DICE wird sich das schon überlegt haben oder zumindest irgendein komischer Studiopraktikant bei denen. Ebenfalls empfehle ich euch immer ein Auge auf eure Munition zu haben. Die wird nämlich relativ schnell ausgehen bei dieser Waffe, weil ihr einfach dermaßen krass sie rausballert, das ist schon nicht mehr schön. Dementsprechend nehmt eine Munitionskiste mit oder eben spielt Angel, das geht natürlich auch, um da immer genug Nachschub zu haben. Auch der Reload ist zwar nicht lang, aber dadurch, dass ihr ihn sehr oft ziehen müsst, kann durchaus stören. Da müsst ihr einfach einen guten, ich sag jetzt mal, Playstyle haben, dass ihr immer wieder auch in Deckung kommt, um dann wieder nachzuladen. Und versucht euch aus Fernduellen herauszuhalten. Die Waffe ist wirklich für den Close-Range-Fight gedacht, Middle-Range geht auch noch gut, aber danach hört es auch schon auf. Ihr werdet mit dem Rückstoß und vor allem der langsamen Kugelgeschwindigkeit dann nicht mehr so viel treffen. Dementsprechend geht in die Infanterie-Fights rein, pusht die Gegner und spielt schön aggressiv. Dafür ist die Waffe gemacht und da entfaltet sie auch ihre gesamte Stärke. Stark fand ihr ja hoffentlich auch dieses kleine Waffenvarianten-Video von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar und ein Like da. Auch über jedes Abo freue ich mich natürlich. Ansonsten Leute, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin der Toki und ich bin jetzt raus. Macht's gut!